Terrorangriffe auf die USA. Entführte Passagiermaschinen stürzen in das World Trade Center in New York. Zehntausende von Toten bei Einsturz der Hochhäuser. Auswirkungen auch in Hessen. Guten Abend, willkommen zur Hessenschau. Die USA sind heute von einer beispiellosen Terrorwelle überrollt worden. Ziele waren die Millionenstadt New York und die Hauptstadt Washington. Heute Morgen 9 Uhr in New York. Dichte Wolken über dem World Trade Center. Ein Verkehrsflugzeug ist in das über 400 Meter hohe Gebäude gerast. 18 Minuten später das Unfassbare. In den zweiten Turm fliegt ein weiteres Flugzeug, scheint den Turm fast zu durchschlagen. Eine riesige Explosion. Innerhalb kurzer Zeit greifen die Flammen in beiden Gebäuden um sich. Bis zu 50.000 Menschen arbeiten wochentags in den beiden Gebäuden. Das World Trade Center soll aber zu dem Zeitpunkt des Anschlags teilweise noch leer gewesen sein. Augenzeugen berichten zuvor, Folge sollen Menschen voller Panik aus dem 110 Stockwerke hohen Gebäude gesprungen sein. In der darauffolgenden Stunde ereignet sich im südlichen Turm eine weitere schwere Explosion. Darauf stürzt das Gebäude in sich zusammen. Kurz darauf verschwand auch der zweite der beiden Zwillingstürme in einer gigantischen Rauchsäule. Über die Zahl von Toten und Verletzten ist nicht annähernd etwas bekannt, aber es werden wohl Tausende sein. Präsident Bush sprach in einer ersten Reaktion von einer nationalen Tragödie. Die Leute, die diese Tat begangen hätten, würden zur Strecke gebracht, so Bush wörtlich. Der gesamte Süden von Manhattan lag nach dem Attentat in einer riesigen Wolke. Die Polizei riegelte die Umgebung großräumig ab. Am Nachmittag wurde in der US-Hauptstadt Washington außerdem das Verteidigungsministerium von einem Passagierflugzeug getroffen. Parlamentsgebäude und Weißes Haus wurden umgehend evakuiert. Im Westen des Bundesstaates Pennsylvania stürzte in der Zwischenzeit ein Jumbojet ab, der auf dem Weg nach New York war. Auch dieser Absturz steht ersten Angaben nach in Zusammenhang mit der Anschlagsserie.